Die Aktienmärkte liegen falsch. Was momentan komplett falsch ist und was die geheime Strategie der Notenbank ist, über die ich mir in den letzten Tagen wirklich den Kopf zerbrochen habe und wo mir jetzt ein Licht aufgegangen ist, darüber darf ich heute mit dir sprechen. Wir reden auch über Saisonalitäten, wir reden über die Notenbankpolitik. Ich werde dich einladen zu einem exklusiven Event, völlig kostenfrei. Und du wirst auch einen Einblick in mein aktuelles Live-Depot bekommen, wo es eine Short-Position auf den DAX gibt. Mit der Strategie Sommerloch Short, denn die Aktienmärkte liegen falsch. Und die Strategie der Notenbank, die hat sich jetzt in den letzten Tagen bei mir geklärt. Es ist relativ einfach, die Metrik zu verstehen und ich werde in diesem Video detailliert darauf eingehen. Und du siehst schon die großen beiden Spieler am Markt. Das ist hier einmal im Candlestick-Tageschart der DAX mit roten und grünen Kerzen, mit der schönen Aufwärtsbewegung. Wir hatten pünktlich zum großen Verfall am Freitag, den 16. Juni, ein neues All-Time-High im DAX. Bei 16.427 hat der DAX ein neues Hoch markiert, passend zum großen Verfall. Der Verfall ist ja auch klassisch ein Wendepunkt an den Märkten. Wir hatten auch den zweitgrößten Verfall aller Zeiten, den größten Verfall im Juni, was das Open Interest angeht, was eben auch zeigt, dass viele Marktakteure gerade mit Optionen unterwegs sind. Gerade mit sehr kurz laufenden Optionen und gerade auch aus Amerika, wo doch wieder sehr viel Retail-Geld in die Märkte reinfließt, wo dieses Retail-Geld eben die Märkte auch stützt mit KI-Aktien, aber eben auch generell mit Flows. Und dagegen sehen wir hier die zweijährigen Anleihen aus Deutschland. Wir bleiben heute mal im deutschen Markt. In den USA sieht es ähnlich aus, nur dass der S&P kein All-Time-High hat, sondern noch so 15% von den Höchstständen entfernt ist. Aber wo der Markt definitiv falsch liegt, das ist eben bei diesem Zusammenlauf, den wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Ich habe eine Erleuchtung gehabt, warum, wieso, weshalb die Notenbank das auch so macht und warum der Markt tatsächlich hier aktuell mitsteigt. Schauen wir uns das mal in der Vergangenheit an, also hier insbesondere zum Beispiel im Juli 2022, vorher war ja ein Bild, wir können es auch ein bisschen länger ziehen, wo das keine Rolle gespielt hat, Aktienmärkte waren ungekoppelt, weil es war die Nullzinspolitik. Da waren Aktienmärkte relativ weit oben, es macht auch Sinn, jeder konnte sich für 0% verschulden, konnte also hier einen Kredit aufnehmen, Häusle bauen, man konnte Unternehmensbeteiligung kaufen mit Aktien, man konnte aber auch über Venture Capital Firmenliquidität bereitstellen, der Aktienmarkt ist stark gestiegen. Dann hatten wir eben hier diesen Einbruch gesehen im Februar, März 2022 mit dem Ukraine-Krieg. Da sind die Märkte deutlich runtergegangen und die Renditen sind dann mit steigender Inflation langsam nach oben gelaufen. Und das ist eben ein Bild, wo man sagen muss, naja, warte mal, hier links siehst du die Renditen. Wenn ich jetzt nicht mehr minus 0,6, minus 0,7 bekomme für Zweijährige, sondern schon 0%, dann ist das schon mal ein anderes Spiel. Es ist nicht attraktiv, aber es ist schon mal anders. Und dann sehen wir hier diesen sehr, sehr starken, ja, diese starke Diskrepanz, auf die ich eingehen möchte im Video, dass wir eigentlich immer eine Szenario hatten, immer eine, ja, Situation hatten, dass eben hier die Renditen angestiegen sind. Also man hat mehr Renditen bekommen, hier zum Beispiel nicht mal 1% Rendite, sondern 2%, das siehst du an der schwarzen Linie, die hochgeht. Und der DAX ist in die Knie gegangen. Oder hier sind die Renditen wieder hochgegangen von 2% auf 2,6%, der DAX ist in die Knie gegangen. Dann sind die Renditen manchmal gestiegen, wie hier, und da ist der DAX auch wieder in die Knie gegangen. Mit den entsprechenden Bankpleiten in den USA war das der Fall. Aber seitdem ist dieses Bild etwas anders. Wie gesagt, hier gab es eine kleine Divergenz, aber insgesamt haben wir eine hohe Korrelation. Die Renditen steigen, auch auf Niveaus, die deutlich interessanter sind. Also hier, wie gesagt, 3% für eine Anleihe, 3,2, um genau zu sein. Das ist schon interessant und die Aktien steigen mit. Wie kann das sein und warum macht es vielleicht ökonomisch doch Sinn? Und ich habe wirklich lange überlegt und dann ist es mir eigentlich klar geworden, denn was die Notenbanken momentan global machen ist, sie sind sehr hawkisch unterwegs. Was bedeutet das? Man möchte den Märkten auf jeden Fall ausreden, dass die Zinsen schnell nach unten kommen. Man möchte immer wieder diesen Trigger setzen, die Zinsen werden nach oben gehen. Zum Beispiel die Fed am Mittwoch letzte Woche hat sehr klar kommuniziert, ich habe das Statement von Jerome Powell gesehen, dass sie eigentlich sage ich, weil man es nicht wirklich glauben kann, aber eigentlich vorhat, 2 Zinsschritte noch nach oben zu machen. Also weiter die Zinsen zu erhöhen. Sie hatte ja innerhalb von 15 Monaten 10-mal die Zinsen am Stück erhöht. So schnell und so weit wie noch nie. Natürlich auch von dem niedrigsten Stand, den man jemals über so lange Zeit hatte. Und aufgrund der Inflation hat man sich eben entschieden, die Zinsen sehr schnell hochzunehmen. Und man möchte bewusst dem Markt jetzt keine Möglichkeit geben, schnell irgendwie in die Fantasie zu kommen, dass die Zinsen fallen. Um eben Inflation weiter zu bekämpfen. Und eben wahrscheinlich werden sie es auch durchziehen, wie die Australier auch, wie die Kanadier auch. Sie haben ja auch entsprechend hier die Zinsen nach einer Zinspause weiter dann mit nach oben genommen. Und das finde ich extrem spannend. Und wenn du hier nochmal den DAX siehst, der ist davon komplett unbeeindruckt.
Aber die Renditen haben eben deutliche Bewegungen gemacht und wir schauen uns das mal über die ganze Kurve an. Hier in den Zweijährigen deutlicher Anstieg, aber natürlich auch zum Beispiel in den Fünfjährigen oder auch in den Zehnjährigen. Da war es halt prozentual natürlich nicht so ein Anstieg, weil die Basis eine andere war, aber wir haben von der Grundidee global relativ deutlich und schnell steigende Renditen überall gehabt, in den Zweijährigen, in den Fünfjährigen, insbesondere am kurzen Ende der Kurve. Das ist eben auch der Fall, wenn wir eine sogenannte inverse Zinsstrukturkurve haben. Und warum ist das Strategie, warum ist das Taktik, warum ist das eben der Plan von auch den Notenbanken? Ich mache nochmal den Ausgangschart auf, da wird es am klarsten. Und das ist mir klar geworden, denn was ist denn los, wenn die Zinsen ständig steigen, wenn die Notenbank ständig sagt, Leute, wir werden weiter erhöhen und wenn die Geldmärkte jetzt plötzlich auch davon ausgehen können, dass der Zinssatz in 2, 3, 4 Jahren vielleicht noch höher steht. Ob so ist, weiß man nicht, wir werden es sehen. Aber wenn das passiert, wenn die Zinsen stark steigen, was passiert mit den Anleihen? Sie fallen. Sie fallen. Sie fallen wie letztes Jahr, wo wir das schlechteste Anleihenmarktjahr hatten seit über 200 Jahren. Und das ist eben das, was die Notenbank vielleicht als kurzfristigen Katalysator auch bei den Aktienmärkten hier einsteuert. Dadurch, dass Anleihen relativ momentan unattraktiv sind, wenn man eben wieder diese Erwartung bekommt, die Zinsen gehen weiter hoch, sie gehen weiter hoch, sie gehen weiter hoch und die Kurse fallen, dann sind 2, 3 oder 4% Rendite gar nicht so interessant, weil du vielleicht bei langlaufenden Anleihen 5, 10, 20, 30, 50, 100 Jahre Laufzeit natürlich über die Duration deutliche Kurseffekte nach unten hast. So denken Portfoliomanager. Was ist gerade interessant? Aktie oder Rente? Und wenn die Aktien eben eigentlich hoch bewertet sind, aber die Renten gerade in den Kursen fallen, weil die Renditen eben am Markt steigen, weil die Notenbank immer wieder die Fantasie befeuert sozusagen, dass die Renditen weiter hochgehen und die Kurse dadurch runter, dann ist es noch zu früh, die Anleihen zu kaufen. Aber jetzt kommt das Aber. Aber irgendwann, und das ist in einem Zyklus nur natürlich, vielleicht in 3 Monaten, vielleicht in 6, stehen die Zinsen da, wo die Terminal Rate ist, wo man eben sagt, das ist der faire Zinssatz für eine Zeit. Und wenn die Zinsen dann nicht weiter steigen sollten, am kurzen Ende getrieben durch die Notenbank oder am langen Ende durch die Markterwartung getrieben, dann wird der Markt eben auch so reagieren, dass Anleihen wieder attraktiver werden, also Gelder aus Aktien rausfließt in Anleihen rein, weil die dann 3, 4, 5% Rendite zahlen und eben nicht starke Kursverluste noch in Aussicht stehen, sondern nicht nur 5% Rendite auf meiner Anleihe steht, sondern auch Kursgewinne. Und das ist eben, was eine Asset Allocation bei Fonds macht. Momentan ist genau dieses zu erkennen. Dadurch, dass die Renditen noch steigen, ist der Markt etwas vorsichtiger bei Anleihen. Man hält sich ein Stück weit zurück. Man spielt diese Trendthemen, wo Momentum da ist, wie zum Beispiel KI, weil man eben weiß, dass man da gute Renditen bekommen kann und die Volatilität ja insgesamt am Markt auch noch sehr gering ist. Deswegen möchte man da noch engagiert sein. Der VIX ist ja nach wie vor sehr tief. Deswegen spielt man das. Aber wenn man dann weiß, hey, die Renditen werden irgendwann mal langsamer steigen oder vielleicht sogar anfangen zu fallen, weil die Notenbanken am kurzen Ende das ja relativ klar prognostizieren und diese Zinspfade haben, dann switcht man eben zumindest einen Teil des Geldes raus aus Aktien. Und wenn der Aktienmarkt volatiler ist, dann nochmal stärker rein in die Anleihen. Das heißt also gerade im Jahr 2024, wenn die Märkte dann mal 10-15% fallen, wofern ich fest ausgehe, dann würde ich nicht sofort nachkaufen in der Hoffnung, dass diese Tech-Aktien wieder steigen oder der Gesamtmarkt schnell hochgeht, sondern würde ich mir die Anleihenmärkte sehr genau angucken und wenn die eben auch tatsächlich dann in den Kursen steigen, weil die Renditen eben drunter kommen, die Notenbank eben sagt, okay, Inflation, wir machen erstmal nicht mehr, dann ist es eben in der Asset Allocation für Renten wichtiger. Ich hoffe, der Punkt war klar. Wenn du genaues Timing haben willst, wann dieser Switch folgt, wann es auch gut ist, in Aktien und Anleihen reinzugehen, weil Fakt ist, gegen Momentum sich zu stellen, ist immer schwer. Du brauchst Strategien, um an der Börse erfolgreich zu sein. Wenn das alles für dich spannend ist, dann habe ich hier einen Link in der Nähe des YouTube-Videos. Heute Abend schon am 21. Juni, also sei schnell, melde dich an. Um 19 Uhr gibt es ein Live-Webinar. Für alle angemeldeten Teilnehmer wird es auch eine Aufzeichnung geben. Live-Online-Seminar mit effektiven Investmentstrategien für das Jahr 2023/24. Wir werden über die 3-Daumen-Regel sprechen. Wir sprechen über die aktuelle Marktsituation. Wir sprechen auch darüber, wie ich mich aktuell positioniere, was man machen kannst. Und wenn du Lust drauf hast, kannst du dich völlig kostenfrei hier für dieses Live-Webinar heute anmelden. Da ist nichts Neues für Ausbildungsabsolventen dabei, aber für die Leute, die meine Strategien noch nicht kennen, wird es einige spannende Ideen geben, konkrete WKNs und eben auch die ein oder andere Implikation für die finanzielle Zukunft. Was wir uns auch anschauen, ist das Thema Saisonalität. Da noch ein bisschen feiner aufgegliedert. Hier mal im Standardchart im DAX seit den letzten 43 Jahren über Seasonex siehst du eben hier, wir haben momentan auch eine relativ gute saisonale Phase bis zum 18. Juli. Haben wir also noch einen Monat vor uns, wo die Kurse auch ein bisschen steigen können. Insbesondere natürlich auch durch die Phase 2020 nach Corona hier ein Stück weit geprägt. Sehen wir, dass wir einen relativ guten Aufwärtsmove haben. Letztes Jahr im Bärenmarkt ging es nicht ganz so gut. Aber dann steht uns eben auch eine schwierigere Börsenphase voraus und da in Abhängigkeit der Inflation
wird es wirklich spannend zu sehen, ob die Märkte sich dann auch im Sommerloch August, September halten können. Ich würde mich da auf jeden Fall vorsichtiger aufstellen, bin also nicht so positiv. Da würde ich also auch mal schauen, ob die Saisonalität hier so greift. Wie gesagt, auch in ungeraden Jahren wie aktuell ist der August und September nicht besonders gut. Deswegen setzen wir Strategien wie den Monatsultimo zum Beispiel in dieser Phase aus und andere Strategien wie Sommerloch Short. Eine Strategie, mit der ich gerade auf fallende Kurse setze, sind da natürlich auf fallende DAX-Kurse positioniert. Ja, dann noch ein Grund, warum eben die Notenbank eigentlich die Erwartungshaltung hatte, dass sie schnell wieder die Zinsen auch senken können, sie aber sich bewusst dagegen entschieden hat. Wie gesagt, die EZB sehr, sehr hawkisch, die FED sehr, sehr hawkisch, aber auch andere Notenbanken auch natürlich durch die Daten getrieben. Heute Morgen zum Beispiel UK mit den Inflationszahlen deutlich wieder über den Erwartungen, 8,7%. Aber in der Eurozone merkt man, man hat so ein bisschen das Inflationspeak erreicht. Natürlich 10%, 11%, 12% in Jahresveränderungsraten ist utopisch. Und wir haben jetzt eben diesen Basiseffekt weitestgehend abgearbeitet. Die letzten 12 Monate sind ja immer entscheidend für die Inflation. Das haben wir jetzt verdaut und da wird es eben hier sich einpegeln in den nächsten 3-4 Monaten, mal wahrscheinlich 3,5%, 4%, 5%. Und das ist natürlich immer noch für die Notenbank zu viel. Und deswegen ist man jetzt eher hawkischer, hat damit auch einen Effekt auf die Aktienmärkte, den man eigentlich vermeiden will. Denn wenn Aktien steigen, sind eben die Finanzkonditionen auch besser. Damit kann man wieder mehr Kredit erschaffen. Das will die Notenbank eigentlich nicht, aber das ist ein kurzfristiger Effekt. Und spätestens im nächsten Jahr 2024 wird sich dieser Effekt auch entsprechend umdrehen und für die Aktienmärkte dann entsprechend zu fallenden Kursen führen. Denn es geht nicht, es ist ein Fehler der Aktien, zu glauben, dass Renditen immer weiter steigen und Aktien mitsteigen können. Und meine Erfahrung als ehemaliger Mischfonds- und Rentenfondsmanager ist, dass die Rentenmärkte hier meistens besser informiert sind. Und hier siehst du nochmal diesen Shift in den Erwartungen von der FED. Du siehst eben nach März oder im März durch die Bankenkrise ist man sehr schnell von fallenden Zinsen ausgegangen. Mittlerweile geht der Markt sogar von 2 kleinen Zinsschritten nach oben noch aus. Wie gesagt, es könnte auch nur einer werden, jeweils in Abhängigkeit der Inflation. Aber irgendwann ist das Zinspeak erreicht. Und wenn das erreicht ist, dann sind eben kurzlaufende Anleihen auch wieder interessant, weil sie nicht nur 5-6% laufende Rendite zahlen, sondern weil sie auch Kurseffekte dann haben. Und das ist natürlich für die Börse sehr, sehr spannend. Und um die Bedeutung nochmal der Zinszyklen zu sehen, siehst du hier den Zyklus der FED und der EZB. Bei der EZB fehlt noch der letzte Schritt auf 3,50 im Chart. Aber du siehst, nachdem jahrelang nichts passiert ist, nach dem Corona-Crash, ein Jahr nichts und vorher ja auch die Zinsen extrem lange sehr tief waren, haben wir jetzt einen sehr schnellen Wettlauf nach oben. Die FED ist immer noch deutlich über den Renditen der EZB. Aber die EZB muss auch aufschließen und das wird natürlich auch Bremsspuren hinterlassen in den Peripherieländern oder auch im Wirtschaftswachstum. Wir sehen das ja in Europa schon, dass das Wirtschaftswachstum gerade in der Industrie sehr, sehr schlecht ist. Deutschland ist in einer Rezession und deswegen sind die Aktienmärkte auf Dauer auch falsch. Dieser Stimulus, den man sich vielleicht irgendwann von den Notenbanken erhofft, weil die Zinsen wieder fallen, wird dann eher ein Argument sein, in Anleihen reinzugehen und aus Aktien raus, weil die Renditen dann so hoch sind, dass ein Aktieninvestment einfach unattraktiv ist. Warum soll ich mir 2% Dividendenrendite und Unsicherheit einkaufen, wenn ich auch 5-6% Rendite bei Anleihen bekomme und teilweise genau auch sogar deutlich mehr in den Merchant Markets und da eben sogar noch den Vorteil habe, dass ich hier dann Kursgewinne bekomme, wenn die Renditen wirklich dann auch perspektivisch fallen. Und was mache ich draus? Momentan bin ich stark tradingmäßig aufgestellt. Im Investmentdepot habe ich eine Aktienquote, im MDAX, in Emerging Markets Aktien, hatte ich am Sonntag im Marktausbericht ja auch besprochen, für die Community bei mir, für die Ausbildungsteilnehmer. Bin sehr stark in Inflation Expectations investiert, habe natürlich EM-Anleihen und auch ein bisschen jetzt deutsche Staatsanleihen mit 3,3%. Es war dann doch schon sexy, da mal reinzugehen und die schnelleren Bewegungen, die hole ich mir gerade übers Trading, aktuell eben hier auch einen Short Trade mit Sommerloch Short. Habe ich die Strategie kombiniert mit Sentiment und dem Morning Breakout. Aktuell 100 Punkte vorne, also nicht die Welt. T-Profit ist hier bei 15.800. Wäre so eine Idee, dass der Markt vielleicht bis Freitag nochmal in die Region geht. Ich denke, die 16.000 werden wir auf jeden Fall noch unterschreiten in den nächsten 1-2 Tagen. Stop-Loss momentan auf den alten Höchstständen ungefähr bei 16.433. Ja, wenn es dir gefallen hat, sei gern dabei heute Abend im exklusiven Webinar. Teil gern den Content, gib mir den Daumen nach oben und ich kann dir versprechen, demnächst gibt es bald ein paar mehr Videos, weil ich eine sehr coole Kooperation gerade am Ausarbeiten bin. Da darfst du dich auf neue Formate freuen. Den Trade der Woche oder auch wieder Frag den Fondsmanager. Habe ich mir schon lange vorgenommen, da mal wieder mehr zu machen, weil mich auch viele gute Fragen erreichen. Gerade auch aus der Ausbildungscommunity. Ich habe immer ein bisschen faul war, aber wenn man jemand hat, dem man was verspricht, dann macht man auch ein bisschen mehr. Von daher freu dich gerne. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, ist jetzt die beste Zeit, um auch von den Inhalten zu profitieren.